Ja, herzlich willkommen zu, wie heißt die Sendung? Hallo Homeoffice, Beans at Home. Wir sind alle da. Ich freue mich jetzt, du darfst nichts sagen, sonst schaltet die Kamera automatisch auf dich. Ich habe mir doch eine tolle Moderation überlegt. Ihr kennt ihn alle. Er ist Bademantelmodel. Er ist der Lokführer der Liebe. Er ist Künstler. Er ist Maler. Er ist professioneller Bergsteiger. Rapper, Musiker und noch vieles, vieles mehr. Ich rappe nicht mehr, aber vielen Dank für die... Hast du den Gag kaputt gemacht, du Arschloch! Und, Achtung, und? Hier und? Ist Nils Bohmhoff, meine Damen und Herren. Ich hatte keine Ahnung, dass wir denselben Gag machen wollten. Ja, das darf doch nicht wahr. Das konnte ich doch nicht. Dass unsere Gehirne nach all den Jahren sich synchronisiert haben, das konnte ich nicht ahnen. Jetzt kommt die Punchline und hier ist Jan Köppen. Bin ich schon da? Ja, du musst jetzt was sagen, sonst schaltet die Kamera nicht um. Ach so, die schaltet aber nicht um, oder schalte ich die um? Wie du jetzt hier demonstrativ auch noch so grünes, gesundes Zeug in die Kamera hältst, um allen Leuten... Leute, ich hatte den Gag dazu. Ich hatte den. Er ist Bademantel. Er ist... Und er ist. Okay. Und er ist Bohnenpüree. Nee, das ist Avocado? Erbsen. Nee, Erbsen und Bohnen. Ich habe mich vorbereitet auf euch. Ah, verstehe. Das sag mal, Jan, ganz kurz, wo ich dich so sehe, was ist bei dir da? Ist ja gerade irgendwie die Hippie-Phase mittlerweile in Quarantäne ausgebrochen oder hast du so einen kleinen Kult mittlerweile gegründet? Mit dem Ding hier oben. Ja. Ich bin einfach nur ultra faul und du bist ja auch Kappenträger und irgendwann gehen mir die Kappen auf den Sack und kennt ihr das? Ihr beiden seid das ja, wenn die Haarwurzel so wehtut. Mhm. Ja. Das nervt mich so oft so hart, aber ich wollte halt eine Alternative zu einer Mütze, die nicht heißt, ich muss mir irgendwie die Haare machen. Aber vielleicht musst du mal zum Arzt und eine Haarwurzelbehandlung machen. Ja, habe ich noch nie gemacht. Also ist das so, macht das was? Bringt das was? Ja, also die nehmen dann das betroffene Haar raus und dann kriegst du ein Haarimplantat rein. Dann machen die einen Abguss von dem alten Haar. Ja. Und dann stellen die das im Haarlabor nach. Ja. Und dann, das sieht genauso aus wie das alte Haar, aber es ist aber de facto dann... neues Haar, ja, ja. Und das dann gut. Ja. Wo hast du das gemacht? Beim Haararzt. Beim Harz. Beim Harzt, also. Ja, beim Harz. Das geht schon gut. Beim Harz. Beim Harz. Harz 4. Oh nein. Leute, ey, was ist denn hier überhaupt los? Ey, du hast eine Single rausgebracht, Jan, oder ja. Was? Nee, ja. Also Jan, ja. Nils, hast du auch eine Single raus? Ich hau ständig Singles raus aus meiner Bude. ich hab eine Single. Nee, es ist keine Single, die ist so accidentally passiert. Sagt man das so? Ja. Klein, aber cool, ne? Das ist im Rahmen des Corona- Aktionismus-Wahns, der gerade vorherrscht, weil ja alle senden, ich habe das Gefühl, die ganze Welt hat Angst, dass sie vergessen wird. Ihr seid ja eigentlich schon seit Jahren perfekt darauf vorbereitet, auf das, was gerade ist. Mhm. Ja, so genau. Eigentlich, aber ihr sitzt ja jetzt auch zu Hause. Aber in diesem ganzen Ding ist mir halt eingefallen, ich könnte mal einen Song machen und der ist irgendwie ganz gut geworden. Und der ist jetzt raus. Den habe ich mal bei Spotify hochgeladen. Ich überlege gerade tatsächlich noch eine zweite Strophe zu machen, dann ist der einfach ein ganzer Song. Und mal gucken. Und heute habe ich noch einen anderen hochgeladen. Ich habe ja gesehen, also wenn man so ein bisschen deine Insta-Stories verfolgt hat, dann hat man ja gesehen, dass du schon vor langer Zeit immer mal wieder vor so einem Beatmaker gesessen hast und Beatbox DJ 2. Ja, genau. Und Magic's Music Maker. Stimmt, ey, stimmt. Und ist das da oder ist das jetzt, ne, weil ich meine, Bleib zu Hause ist ja schon dann, also so heißt ja die Single Bleib zu Hause ist ja schon dann sehr aktuell. Ja, das bezieht sich natürlich nur auf das, was gerade ist und meine Art, damit umzugehen, weil ich mich ultra hart über die aufgeregt habe, die sich dann noch in den Park setzen und einen auf Happy Life machen. Aber ich glaube, viele gab es, denen das alles noch nicht so bewusst war. Aber trotzdem passt es auch ganz gut in das Jahr, weil ich halt irgendwie seit Jahren rumbastel, ne? Und immer Musik gemacht habe und mir selber den Druck genommen habe, indem ich gesagt habe, ach komm, irgendwann passt schon. Aber der Druck muss auch trotzdem da sein und deswegen habe ich dieses Jahr entschieden, es passiert was mit der Musik und dass das jetzt so passiert, keine Ahnung, war nicht so geplant, aber es ist noch nicht das Album, es sind noch keine Tracks, die auf ein Album kommen würden, sondern einfach irgendwie so Snippets, um ein bisschen was zu zeigen, vielleicht um die Leute neugierig zu machen, aber jetzt ohne irgendwie einen großen Fahrplan und eine Strategie dahinter, die ich mit einem Plattenlabel ausgearbeitet habe, sondern ich habe mich selber bei Recordjet angemeldet, habe 10 € bezahlt und habe das hochgeladen. Ey, du bist sowieso, das ist immer so ein bisschen unheimlich so.
eigentlich bist du so ein ganz ruhiger Typ, aber du machst so viele Sachen. Du malst, Eddie hat es ja vorhin in der Anmoderation auch schon erzählt, so, du postest ja ständig Bilder von Bildern, die du gemalt hast. Malst du die alle selbst? Wo malst du? Wie hast du ein Atelier? Nee, ich habe so 12 kleine Inder. Warum müssen die klein sein? Warum können die? Ja, sonst passen die ja nicht in einen Raum rein. Nein, genau. Das sind nur 40 Quadratmeter. und da malen die Bilder. Und dann fotografieren die ab. Nee, es ist so eine Künstlerfarm in Indien. Das ist der neue heiße Scheiß, weil Kunst ist ja auch was Cooles. Ich stell mir das vor, so wie Charlie and the Chocolate Factory. Ja. Wie heißen die Oompa Loompas? Ja, aber im Ernst, Alter, du postest wirklich gefühlt jeden Tag ein neues Bild, ey. Ich meine, ja, jetzt machst du auch noch Musik? Ich mach das ja alles schon irgendwie immer. Finn Kliemann oder was? Nee, Finn Kliemann ist Finn Kliemann. Finn ist halt einfach, ich bin nicht so ADHS-mäßig unterwegs. Ich glaube, der wird unglücklich, wenn der nichts raushaut, oder? Naja, aber ich finde, von dir zu Finn Kliemann fehlt eigentlich nur noch ein Lötkolben. dann ist die Transformation. Und Bauernhof. Ihr lasst auf jeden Fall so Leute wie Nils und mich, lasst ihr auf jeden Fall schlecht aussehen. Das kann ich an der Stelle wirklich schon mal sagen. Ja. Das stimmt nicht, das ist totaler Quatsch. Ja. Aber guck mal, ihr macht doch auch einfach. Nee. Aber what you get. Das ist alles, was wir machen. Aber ey, ich hab 2 Tage gebraucht, um dieses Mikrofon hier anzuschließen. Was? Das ist aber wirklich. Aber was, noch mal ganz kurz nochmal zu den Bildern. Kann ich noch einmal fragen, was machst du mit diesen ganzen Bildern? Sind die noch alle bei dir irgendwo oder vertickst du die oder sowas? Oder was machst du damit? In Teilen verticke ich die. Ich hatte letztes Jahr irgendwie eine Ausstellung, das erste Mal in Ulm. Aber tatsächlich mittlerweile dieser 40 Quadratmeter Raum, weil ich mal ja sehr groß, der ist auch relativ voll. Die stehen da jetzt in Teilen und vielleicht gibt es dann bald wieder eine Ausstellung, aber in diesen Zeiten ist das wahrscheinlich alles eher ein bisschen unrealistisch. Und dann gehe ich da immer mal hin und male. Ich habe ja mal ein Bild angefragt. Stimmt, du hast mal jetzt angefragt, ne? Da habe ich dir auch einen Preis gesagt, oder? Ja, und dann habe ich mich einen Monat nicht mehr gemeldet. Stimmt. Wobei ich mittlerweile auch, das ist absurd mit dieser ganzen Preispolitik in der Kunst, ne? Weil auf der einen Seite will ich, dass die Leute, das ehrt einen ja voll, wenn jemand sagt, ich hätte gern ein Bild. Auf der anderen ist es halt immer so eine. Ich verstehe das total, du kannst es nicht verschenken. Du musst irgendein. Du bist ja der Künstler gibt ja mehr oder weniger dem Ganzen auch seinen eigenen Wert. Also klar, wenn da irgendwelche Leute sich überbieten oder so, aber. Ich fand den Preis nicht unangemessen, er war mir nur zu hoch. aber es ist eine gute Erklärung. Also, am Anfang habe ich mich so schwer damit getan, überhaupt Preise zu nennen. Und dann bist du, wenn du in so einem Kunstumfeld unterwegs bist, sobald jemand in eine Galerie geht und dann hängt da ein Bild an der Wand und das kostet zu wenig, hat das keinen Wert für diesen Menschen. Was absurd ist. Also, ne? Ja. Das ist ganz komisch. Also, es hängt halt immer vom Ort ab, wo es hängt. Ja, du hast halt bei anderen Sachen, wie was ich bei einem Auto oder so, da hast du ein Gefühl für eine Wertigkeit. Und bei einem Laptop, da weißt du genau, okay, wie schnell ist der, welche Festplatte hat der, kannst du genau sagen, das ist der Marktpreis. Aber bei Kunst definiert ja der Preis auch ein Stück weit den Wert. Mhm. Genau wie du gerade gesagt hast, also das ist auch ein Stück weit andersrum, weil wenn du als Künstler sehr niedrige Preise hast, reduzierst du dich als Künstler ja auch ein Stück weit, ne? Genau. Das ist ja echt total absurd. Ich hatte mal so eine Figur gebastelt von so einem Typ, der einen riesigen Penis hatte. Es war also ein Selbstbild. Und der Typ liegt so über seinen Penis und ächzt also über diesen Riesenpenis und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Da hat mal jemand, ich habe das mal on air gezeigt, da hat jemand 1000 Euro für geboten. What? Das war so eine modellierte Figur mit so einer Art Superskalpi oder so. Ja. Yeah. Mit 1000 Euro dafür geboten. Und dann wurde mir aber geklaut. Oh nein. Kurze Zeit. Weil das Gute ist, wenn du einmal Kunst verkaufst, dann darfst du dich auch offiziell Künstler nennen. Ja, ich bin auch irgendwo tatsächlich gelistet in so einem Kunstforums-Ding. Also ich weiß nicht, ob es bei Artprice ist, so eine ganz spannende Seite. Die kostet aber leider, ist so ein Abo-Modell. Natürlich auch relativ viel, weil es geht ja um Kunst, da ist ganz viel Geld. Da siehst du halt alle Preise von allen Künstlern, die es weltweit eigentlich fast gibt. Ich habe hier das Bild mal rausgesucht, welches mein Lieblingsbild ist von dir. Warte mal, ich kann das. Welches war das denn? War das das mit dem Schacht? Ja. Nee, ne? Doch. Ja?
Ja, warte mal. Da hast du dich sogar auch einmal. Ich guck, ob das geht, das so. Seht ihr das jetzt? Ja. Ja, hängt guck, eine Lampe vor? Was hängt da vor? Ob vor dem Bild eine Lampe hängt, habe ich gefragt, weil das. So. Ja, stimmt, das sieht so ein bisschen so aus. Von hier? Alles gut. Nee, das ist ein Schacht. Ja, das ist tatsächlich auch bei. Also, das mögen die meisten Menschen. Ah. Auf das sprechen mich viele, viele an. Ja, das ist, jetzt sehe ich das. Das sieht wirklich aus wie ein Schacht. Was machst du da jetzt? Ach, okay. Das ist aber jetzt wirklich. Ich mal dein Bild noch, Nils. Ich finde das witzig. Warum verblasst das? Das frage ich mich auch gerade. Ihr könnt auch malen. Was, ich kann auch malen? Wie, wir können da auch malen? Ich kann auch malen. Also ich kann ja mal zeichnen, wie der so ungefähr aussah. Ich male das. Aber warum entstehen dann da zwei? Oder sehe ich das einfach? Hä? Seht ihr auch zwei? Zwei, so. So war das. Und dann der seinen Arm so. Okay. Das Geile ist, ich kann euch verbieten, auf meinem Bildschirm zu malen. So, hört auf. Oh, ist das, oh nein, das ist doch asozial. Oh. Wieder zurück. Toll. Was? Jetzt ja. Halt, warst du kurz weg, das war die Strafe, ne? Nee, ich. Oh, er ist immer noch weg. Guck mal, er ist, nee, das ist immer danach, nach dem Grabbing geht immer die Kamera einmal aus. Aber ja, das Bild finde ich immer noch geil. Ja, es gibt es ja auch noch. Weil ich kann mich, das, also es klingt so bescheuert. Ja, ich weiß, ich kenne ja den Preis. Ja. Und tatsächlich, das von dem, man muss sich eigentlich lösen, aber von dem kann ich mich auch nicht so einfach trennen. Weil das ist so, auch dein Lieblingsbild. Ja, tatsächlich. Und das sage ich, das sage ich nicht bei jedem Bild, damit der Wert gleich bleibt, sondern so, ey. Ja, ich mag das sehr. Guck mal, da Action. So, wie ist das eigentlich für euch zu Hause jetzt gerade? Furchtbar. Ja? Mein Sohn steht einen Meter neben mir und will Aufmerksamkeit. Ne? Ist das eigentlich nicht sonst andersrum? Ja. Ja. Und Etienne, bei dir? Ja, ich habe das Glück, dass ich ja hier, dass der Jochen, mein Podcast-Kollege Jochen, exakt auf der gleichen Etage im gleichen Haus wohnt wie ich und quasi die gleiche Wohnung hat wie ich, nur gespiegelt. Und der ist gerade in seinem Häuschen auf Husum, also so ein kleines Feriendomizil haben die da. Und deshalb steht hier die Wohnung frei und ich habe den Schlüssel und ich habe mir hier alles aufgebaut und habe mir so, ich trage auch die Klamotten von seiner Frau heim. Kannst du nicht einfach das Schloss austauschen und behaupten, du wohnst da? Dann, wer sind Sie denn? Komm, was wollen Sie in meiner Wohnung? Was wollen Sie hier? Ja, ich blicke ab und zu seine Toilette einfach nur so, das ist total dumm, manchmal sitze ich so da und dann lache ich so. Ich packe deine Wohnung nicht und spüle nicht. Aber weißt du, Das ist halt ganz angenehm, weil ich dann halt hier kinderfreie Zone habe, weil sonst würde es nicht tatsächlich nicht gehen. Ich, ja, kenn ich auch. Aber was mich echt ein bisschen enttäuscht ist, dass du keine Feuerwehrrutsche zwischen Jochen und deiner Wohnung hast. Wir sind auf einer Ebene, wie soll das denn gehen? Ja, das ist ja die Frage. Was ist es? Denk dir was aus. Ja. Horizontal. Aber das habe ich auch schon mal. Wenn er unter mir wohnen würde, hätte ich gern so eine Rutschstange, so wie die Ghostbusters. Ja, mein, das ist ja eine Feuerwehrstange. Aber du hast Feuerwehrrutsche gesagt. Ja. Ja, okay. Also, es gibt auch Feuerwehrrutschen. Meinst du, die haben wirklich so eine Abenteuerrutsche? Nee, die haben so eine ganz steile, ja. Ja, und gibt's Wirbel. Ich dachte, und dann rein. Ehrlich gesagt, habe ich dann nur noch das Bild von der Rutsche im Kopf. Ja. Nee, das ist schon. Ja. Google doch mal Feuerwehrrutsche. Da kriegst du eine von hier, Feuerwehrmann Sam. Ja, google du doch mal. Du kannst doch dann. Kannst doch mal googeln. Rutsche. Ah, nee, da kommen Kinderbetten. Nee, da kommt nichts Witziges, Leute. Ja, das können wir, außerdem kommen da nur Stangen und dann hätte Nils recht, das wäre ja doof. Das wollen wir nicht. Nee. Das mag ich doch überhaupt nicht. Warte mal, hier ist was. Kann ich das hier? Nee, hast du die App, die Slack-App, oder läuft es bei dir über Webbrowser? Nee, es läuft über die App. Wenn es über die App geht, dann kannst du deinen Rechner, dann kannst du auf diesen Monitor klicken und dann kannst du deinen Bildschirm abgreifen. Aber pass auf, mach alle Fenster und Sachen zu, die du nicht. Ja, sind alle zu. Jetzt seht ihr euch erstmal, glaube ich, oder? Ja. Seht ihr meinen Bildschirm jetzt? Ja, was ist das? Pornhub Premium Shipper? Ich habe doch gesagt, du sollst alles zumachen. Guck mal hier. Da, das ist eine Feuerwehrrutsche. Was? Seht ihr die? Nee, ich sehe nur das Slack-on-Air-Bild. Ja, toll. Funktioniert bei mir natürlich nicht. So, jetzt bin ich wieder zurück. Das ist komisch. Jetzt sehe ich nur so ein Werder Bremen-Mensch. Ah ja, bist du wieder. Apropos. Cool. Ja, genau, apropos. Seit wann bist du eigentlich HSV-Fan und wie kamst du auf die Idee,
der, die virtuelle Bundesliga ins Leben zu rufen. Ja. Naja, ich habe ja, also einerseits habe ich ja einen sehr sozialen Charakter und möchte den Schwachen immer helfen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, deswegen sympathisiere ich mich mit dem HSV. Und auf der anderen Seite die virtuelle Bundesliga, die morgen ja von der DFL gemacht wird. Boah, das ist Hehlerware, dieses Produkt eigentlich, ne? Ja, aber ist natürlich, muss man auch sagen, eine sehr naheliegende Idee, ne? Ja, aber jetzt muss man mal ganz kurz mal vielleicht erklären, woher es kommt, ja. Genau, also du hattest einen Tweet rausgehauen, ich glaube auch ohne große Hintergedanken so. Ja. Wäre doch geil, wenn irgendwie, jetzt wo keine Bundesliga ist, so ein paar Bundesliga-Stars gegeneinander virtuell Bundesliga spielen. Und hattest du, glaube ich, auch Mats Hummels getaggt irgendwie, ne? Ja, genau, ich habe gesagt, ich tag einfach mal so zwei Jungs und natürlich das in der Hoffnung, dass vielleicht jemand reagiert, um, weiß nicht, wenn die Idee lustig finden, was zu machen. Aber ich hatte nicht den Gedanken, dass man dann das wirklich macht. Und dann hat Mats Hummels aber tatsächlich diesen Tweet geteilt und hat gesagt, coole Idee, ich höre mich mal um bei meinen Jungs. Und dann hat das so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Und dann war ich halt in dem Moment der Glückliche des Ersten. Und dann haben natürlich auch eure Leute, ne, Community und alle so sofort mit den Rocket Beans. Und natürlich, das liegt ja auch sehr nah. Und deswegen haben wir uns ja darüber unterhalten. Ja, Moment, es ging ja noch weiter, dass dann ich irgendwie abends zum Einschlafen fest und flauschig höre. Und plötzlich stehe ich senkrecht im Bett, weil Jan Böhmermann plötzlich Olli Schulz sagt, ja, hier die Rocket Beans, dieser Internetsender in Hamburg. Und Jan Köppen haben eine geile Idee, die wollen die Bundesliga virtuell machen. Das finde ich eine mega geile Idee. So. Und ich erstmal so, what? 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 So, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal wirklich ernsthaft drüber gesprochen. Und plötzlich hat man dann so natürlich einerseits ganz geil für die Aufmerksamkeit, auf der anderen Seite war plötzlich so ein Druck, da irgendwas auch abzuliefern. Der ist ja immer noch da. Der ist immer noch da, aber der hat sich natürlich durch so eine offizielle Ansage dann, oder offiziell ist er gar nicht mal offiziell, aber durch so eine sehr prominente Ansage, sage ich mal, dann hat sich ein bisschen noch beschleunigt. Ja, und also ne, natürlich die Idee, andere, wie gesagt, die DFL kam auch drauf, der DFB macht irgendein Turnier Ende April. Mhm, aber, die machen jetzt auch Bilder mit einem Schacht drauf. Was machen die? Das neue DFL-Logo. Ja. Das ist einfach so ein Schacht, wo so ein Ball reinfällt. Dieser Schacht war unsere Idee. Wie Flair. Hip-Hop war Flairs Idee. Ja. Aber ich fände es schön, wenn wir da immer noch was auf die Beine stellen. Also wir können ja so drüber reden, wie wir das auch in den letzten Tagen gemacht haben, oder? Ja, also wir waren natürlich dann entsprechend also schon in den Planungen und haben also auch versucht, den einen oder anderen Bundesliga-Star sozusagen über Connections dafür begeistern zu können. Und vor zwei Tagen gibt einfach mal die DFL eine große Newsmeldung raus, dass sie mit fast allen Bundesliga-Vereinen ein virtuelles Turnier am Samstag starten will. Und das war natürlich dann so ein bisschen doof. Ja. Schade. Mhm. Aber also ich bin gespannt, wie das dann, muss ja auch erst technisch umgesetzt werden, wird alles irgendwie klappen, aber ich fände es trotzdem schön, wenn wir da noch irgendwas hinkriegen. Aber ich kann mir vorstellen, dass jeder Bundesligaspieler jetzt gerade in dieser Zeit halt so unfassbar viele Anfragen kriegt. Also ich kriege gefühlt 3 Anfragen am Tag für Live-Instagram. Obwohl du nur zweite Liga spielst. Richtig. Und ich spiel erste, aber in Weißrussland. Ja. Vom Ding her, glaube ich, die werden so zugeballert auf allen sozialen Netzwerken. Ich war ja schon froh, weil ich hatte ja mit Mats Hummels auch geschrieben, also per Direct Message. Aber der wird wahrscheinlich auch am Tag 1000 Nachrichten kriegen. Deswegen, also mal gucken, was wir noch hinkriegen, wenn wir es dann ja, vielleicht in der Woche machen. Das glauben alle. Weißt du, alle glauben, ja, die haben so viel zu tun. Und da kommt und gar nichts. In Wirklichkeit sitzen die in ihren Villen, drehen Däumchen, haben nichts zu tun, langweilen sich und freuen sich über jede Anfrage, die kommt. Ja, aber es ist irgendwie so, ab einem gewissen ich weiß nicht, was es ist, ab einem gewissen Level oder so ist das Kommunikationsverhalten einfach gestört. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich hatte zum Beispiel Kontakt mit Kurt Krömer. Ja. Und ich habe, der hat irgendwie was in seiner Insta-Story gesagt von wegen, ja, ich überlege, ob ich streamen soll. Und da habe ich einfach nur geschrieben, mach it. Und ich kannte ihn ja noch mal, ich habe ihn ja mal kennengelernt beim Deutschen Computerspielpreis. Und dann kommt plötzlich eine Sprachnachricht auf Instagram. Also 2 Minuten lang und dann haben wir so gelabert und so und dann hat er gemeint, ja, lass doch mal irgendwie, erklär mir das mal und weiß ich nicht, so mit seinem Berliner Akzent und allem. Und dann habe ich gesagt, ja, lass doch mal auch so eine Live-Schalte machen, ja, können wir machen und bla. Also war wirklich sehr sympathisch und dann habe ich ihm jetzt irgendwie nochmal geschrieben, da kommt einfach keine Antwort mehr.
Das ist wie mit den Künstlern und dem Preis. Weißt du, wenn du zu kommunikativ bist, dann glauben die Leute, du bist nicht prominent genug. Das ist einfach so. Ja, aber stimmt. Aber vielleicht, Etienne, hast du schon mal drüber nachgedacht, ob du was falsch gemacht hast? Ja, natürlich, die ganze Zeit. Ich habe dann gedacht, war ich irgendwie, hätte ich nicht vielleicht gleich fragen sollen, ob er bei uns anfangen möchte. Mann, dass ich mit meinem Kurt Krömer-Pulli da saß. Keine Ahnung, das waren so verschiedene Dinge, wo ich gedacht habe. Du hast ihm einzelne Sequenzen seiner alten Shows nacherzählt, weil du die so toll fandest. Ich bin einfach immer so naiv bei solchen Sachen. Du kannst übrigens auf Mute drücken, auf M, dann hört man dich nicht, während du nicht sprichst. Und auch nichts anderes aus deinem Zimmer. Ja, mach ich. Ja, nur als Tipp. Ich hatte sowas auch mit Joko Winterscheid übrigens. Ja, Joko wird aber auch, glaube ich, belagert. Ja, das glaube ich auch. Und es war mir aber im Nachhinein so unangenehm. Ich kann mir richtig, es war mir sehr unangenehm, muss ich sagen. Ich glaube, ich will die Story gar nicht erzählen. Doch, jetzt hast du sie angerissen. Erzähl sie noch ein Stück weiter. Aber auch hier denke ich immer so, ich mache das eigentlich nur, wenn irgendwelche, wenn Signale von der anderen Seite kommen. Und manchmal, vielleicht interpretiere ich die falsch oder verwechsel an Höflichkeit oder so, keine Ahnung. Wir waren bei diesem Jerks-Dreh, da haben wir kleinen Cameo gehabt in der gleichen Folge und wir mussten die ganze Zeit, das würde dich sehr freuen, Jan, in Bademänteln da in diesem Anwesen rumsitzen. Und es war eine total weirde Situation, weil wir saßen da, Joko saß da bestimmt 3 Stunden, saßen wir in einem Raum alle in Bademänteln und so. Und ich hatte diesen Rocket Beans Pullover mit dem MTV Rocket Beans Logo. Ne? Mhm. Und dann meinte er so, ja, geiler Pulli und weiß ich nicht was. Und dann meinte ich so, ja, kann dir gerne mal einen schicken. Er so, ja, mach mal. Und dann bist du so, okay, fuck, frage ich jetzt noch? Und dann habe ich halt so, und dann da weiß ich nicht, dann denke ich, wenn ich von mir aus hingegangen hätte, ich gesagt, ey Joko, sag mal, wie findest du den Pulli, würdest du den auch mal anziehen oder so, das würde ich ja nicht machen. Aber in dem Moment, er hat mich drauf angesprochen und so, und dann habe ich gedacht, das ist dann nett und so. Und dann schreibe ich ihm nochmal eine Direct Message, wo soll ich dann den Pulli hinschicken? Da kommt einfach nie wieder eine Antwort. Ja, und dann standst du so da und ich kam mir so, es war richtig, also bis heute ist es unangenehm. Es ist mir bis heute unangenehm. Ja. Weil ich hätte eigentlich mir denken können, das war einfach so eine nette Geste. Der kriegt 1 Million Merchandise-Produkte und Influencer-Kacke und so. Der war nett, weil er so, und ich habe gedacht, da ist ein ernsthaftes Interesse an diesem Pulli. Nee, ich glaube tatsächlich, dass da ein ernsthaftes Interesse an dem Pulli war. Also so, ich kenne Joko dann auch ein bisschen und ich glaube, das meint er dann auch ernst, aber ich glaube tatsächlich auch, dass der wirklich unfassbar vieler solcher Anfragen dann kriegt, weil er eben halt auch, der findet halt auch ganz viele Sachen wirklich toll. Also das meint er dann auch ernst. Der meint das nicht aus irgendeinem böswilligen Hintergedanken so jetzt, ne? Das glaube ich, ist der gar nicht so aus Nettigkeit zu sagen, das finde ich geil. Aber ich glaube, der ist tatsächlich so unfassbar überladen. Ja, das kann sein. Ich nehme es ihm auch null. Also ich will das überhaupt nicht, dass das irgendwie übel, ich kann es total verstehen und denke mir auch, dass vielleicht einfach in 1 Million Direct Messages irgendwie untergegangen ist oder so. Aber man selber steht dann irgendwie so da, wie bestellt und nicht abgeholt und denkt sich einfach nur so. Und so war es auch mit Kurt Krömer. So, weißt du, er schickt mir plötzlich, Kurt Krömer hat mir gesagt, sollen wir mal telefonieren? Wo ich mich gleich so, wie telefonieren? So unter Druck. Ja, so wie echt mit dem Telefon und einfach Stimmen austauschen. Und hast du dann auch immer so geübt? Hallo. Kurt. Kurt, hallo. Vielleicht guckt er ja gerade zu. Kurti, ruf doch mal zurück. Hält dich mal. Ich habe jetzt auch überlegt, zum Beispiel, du kannst mir ja mal den Rat geben. Soll ich jetzt, ich hab ihn dann jetzt nochmal gefragt, Kurt, wie sieht's aus, wann wollen wir was machen? Da kam keine Antwort mehr. Ja. Soll ich das jetzt so stehen lassen und die Sache ruhen lassen? Oder soll ich, ich habe schon überlegt, soll ich vielleicht einen lustigen Spruch bringen? Kurt, hast du Corona oder sowas? Oder Kurt, wie sieht's aus? Wir wollten oder soll ich jetzt einfach, ich weiß nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll. Ich würde ihn einfach eBay-Kleinanzeigen-mäßig beschimpfen. So wie als ob er dir die Ware nicht verkauft. Und dann ist er halt einfach sofort, ja, wünsch ihm alles an den Hals. So als ob er dir das Schachbrett von vor 30 Jahren nicht verkaufen möchte. Du bist nicht mehr mein Freund. Genau. Ich hab's gewusst. Du bist auch nur einer von diesen. Ja, genau. Aber, keine Ahnung. Vielleicht sollte man eine Agentur, vielleicht wäre das eine psychologische Unterkategorie, mit Menschen umgehen, die keine Antwort von einem Promi bekommen haben. Ja. Naja, vielleicht nicht.
vielleicht nicht so gut. Nicht so ganz kapiert. Also eine Agentur, die sich nur darum kümmert, um so Anliegen, wie du, also eine Hotline eigentlich. So Domian für so Menschen wie dich. Ja, bei wem hast du denn angerufen? Ja, Kurt Krömer. Und? Genau. So, ja, und wie war das? Erzähl doch mal die Geschichte. Und dann nicht mehr. Der hat mich geghostet im Prinzip. Genau. So, und wie fühlst du dich denn jetzt? Und was wären denn deine Schritte? Ja. Wie fühlst du dich dabei? Genau. Nee, ach, ich hatte das aber tatsächlich auch mal. Ich kann das jetzt erzählen. Ich erzähle aber nicht, bei wem. Ich mache ja Beats, ne? Ich bastel ja immer Hip-Hop-Musik und denke so, ach komm, das zeige ich jetzt Leuten. Und dann treffe ich ja öfter Musiker und dann ist das auch immer so eine Mischung aus. Es ist wie beim Malen oder bei allen kreativen Sachen, die man aber auch nicht. Also ich bin jetzt, wenn du mich nach meinem Job fragst, bin ich Moderator. Mhm. Und dann ist das immer sehr unangenehm, wenn man so mit Musikern so zusammenhängt und dann sagt, ja, ich mache auch Musik. Mhm. Oder ich mal auch. Aber ich habe das, irgendwann gab es immer mal so Situationen und dann habe ich verschiedenen Menschen einfach immer so ein bisschen so Beats geschickt. Und von ganz vielen, und das hat mir dann gezeigt, wahrscheinlich sind die Sachen vielleicht doch einfach nicht so gut, habe nie einen Feedback gehört. Also nie jemand, der mal gesagt hat, danke, höre ich rein, ach cool. Entweder sie haben mir von vornherein alle eine falsche E-Mail-Adresse gegeben oder sie haben es nie gehört oder es wurde gelöscht oder was auch immer. Die haben die Beats verwendet und in dem Moment, wo sie dir geantwortet hätten, hätten sie sich drauf gestoßen. So. Die haben die einfach geklaut. Ja, stimmt, vielleicht höre ich nochmal irgendwann ein. Ja, ist so, hör mal alles durch. Ist es auch mal passiert? Ich habe mal einen Prominenten nach was gefragt, habe ein halbes Jahr später eine Antwort bekommen. Was? Ja, nach einem halben Jahr auf Twitter. Ja. Wie jetzt? Bin ich der Einzige, der sich hier voll aus dem Fenster lehnt und Namen nennt oder was? Ja, nee, keinen Namen kann ich nicht sagen. Ich habe eine. Ja, okay, es war Donald Trump. Um was ging's? Dass ich mich so spät melde. Ja. Ey, es ging einfach nur um eine Golfpartie. Ah, okay. Gut. Ja. Ich hatte auch mal was richtig Schäbiges. Auch ich wurde mal von einem richtig schäbigen Promi auch hängen gelassen. So, weil ich weiß auch nicht, was. Und zwar wurde vom ehemaligen stellvertretenden Programmdirektor von Giga damals, dem habe ich immer noch so ein bisschen Kontakt und dann. Der hat zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, auch irgendwas Schäbiges wieder gemacht. Und zwar mit einem, zum Thema E-Sports, mit einem ex-neuen Live-Moderator. Und oha. Zwar ist das so, das war, den kennt ihr vom Sehen alle, weil man kannte die ja irgendwie vom Durchseppen, weil die ja dauernd da waren und man sie ja auch so mit so einer gewissen Faszination über so einem Autounfall manchmal nicht weggucken konnte. Das war, wenn ihr den seht, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, aber wenn ihr den seht, kennt ihr den auf jeden Fall. Ich habe den dann den Namen gegoogelt und gesagt, der ist das! Und dann meinte mein Bekannter da, der Programmdirektor meinte dann so, ja, ob ich ihm mal irgendwie, ob er mich mal anschreiben darf und mal irgendwie, der macht jetzt was zum Thema E-Sports und wollte da mal so irgendwie ein paar Tipps. Und meinte ich, ja klar, kann mich gerne mal anmelden. Aha. So, dann meldet er mir, meinte so, ja, hi, ich bin's, der so und so und ich mache jetzt hier auf DSF irgendwie E-Sport. Das fand ich schon so eine weirde Frage, wollte mal fragen, ja, was gibt's denn so für Newsseiten, wo man sich über E-Sport informieren kann? Wo ich mir auch schon gedacht habe, wenn du das schon nicht weißt, wo du Sportnachrichten zu dem Thema findest, das du jetzt momentan gerade eingestellt, das ist schon kein gutes Zeichen. Aber ich bin ein netter Typ, dann habe ich seinen Namen gegoogelt und gesagt, der ist das, ach du Scheiße, ja, okay, komm. Und dann habe ich echt noch so eine Mail geschrieben mit 5 der Top-News-Seiten, national, international, E-Sports-News-Seiten, ne? Schick ihm dann so, ja, hier, und habe zu jeder sogar noch einen Satz geschrieben, so, ja, also hier, international, hauptsächlich Counter-Strike und StarCraft, hier findest du ein bisschen was zu bla und hier ein bisschen auf Deutsch. So, schick ich alles, nie wieder eine Antwort gekriegt. What? Kein Danke, kein Cool, guck ich mir mal an. Nie wieder was gehört von dem Typ. Nie. Ja, ey, aber mir am Ende Jürgen ist auch uncool. Wie bitte? Jürgen ist auch uncool. Ja. Jürgen, ich habe Jürgen mal kennengelernt bei Giga in der Sendung. Da war Jürgen und so ein anderer Comedian mit einer Perücke. Atze Schröder. Nee, Micky Krause, glaube ich. Micky Krause, ja. Das und wir haben Sendung gemacht und danach kam Micky Krause ohne Perücke zurück, um sich zu verabschieden. Dann habe ich ihn nicht erkannt. Ja. Aber das ist ein lieber Kerl. Der ist schlau. Ja. Ja, mhm. Ja, gute Info von mir auch für alle. Der ist schlau. Das ist ein Prädikat Jan Köppen. Der ist schlau.
Ja, ich habe, als weißt du noch, Nils, als wir Promi Big Brother, die Webshow. Nicht machen, vergessen, ja. Ja, ach, stimmt. Dieser Höhepunkt in unserer Moderationskarriere. Da haben wir ja Cindy aus Marzahn, die hat es ja mit Oliver Pocher moderiert. Also, sie ist gar nicht aus Marzahn. Die ist aus Spandau. Stellt sich raus, die ist auch gar nicht Cindy. Und dann haben wir die halt, wir hatten halt unsere Garderobe neben dem Schloss von Pocher und ihr. Ja. Und da war mein erstes Kind, war damals gerade neu geboren. Und das hatte ich dann immer so im Maxi-Cosi so noch da. Ja, und da ist sie dann auch einmal so reingekommen und hat dann so sich, hat den Kleinen so gekreuzigt und getröpfelt. Nee, und dann hat sie halt so, die war halt super nett und einfach auch völlig anders, als man sie sich halt so als ihre On-Air-Persona sozusagen. Ne? Ja. Ganz anders. Während Pocher war exakt so, wie man es sich vorstellt. Okay, jetzt sind also wir schon bei. Leute, ja? Leute, jetzt müssen wir darüber reden. Ja. Reden wir über Pocher. Komm. Das Bild, aber darfst du das? Du darfst doch nicht über Pocher reden, komm. Wieso denn doch nicht? Ich darf doch drüber reden. Ich kann doch einschätzen, was der da gerade tut oder was er nicht tut. Ja, weil ihr mehr oder weniger mein Kollegen seid. Ja, ich kann auf der einen Seite ja sagen, er wart. Nee, wir sind tatsächlich, ja, wir sind beim gleichen Sender. Nee, also das, er kann, also ne, das, was er, wenn er sich vor Leute stellt, du hast ihn ja damals oder ihr habt ihn ja erlebt, wenn du stellst ihn vor Leute, die Leute lachen mit dem, der kann das 15 Minuten, 30 Minuten, der kann das ja. Also das, was er da tut, kann der. Aber ich frage mich gerade, ob er das, was er jetzt tut, braucht oder warum. Also, keine Ahnung. Das ist das Einzige, was ich mich frage. Ja, aber man muss auch so ein bisschen die Fähigkeit zu etwas trennen von dem Charakter eines Menschen. Ja. Also es ist ja nicht immer so, R. Kelly kann auch gut singen. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, den du da anbringst, dieses klassische Kunst vom Künstler trennen. R. Kelly hat ein paar meiner Lieblingssongs gemacht. Und ich kann jetzt nicht einfach so tun, als ob ich Ignition nicht mehr mag oder so, weißt du? Ja. It's the remix to Ignition, saying the kid, mama rolling that body and everything. Aber, ja, Kunst und Künstler trennen, aber was ist denn gerade Pocher bei Instagram? Ich glaube, dass der wirklich durchdreht. Mittlerweile in seiner Quarantäne, Kantine. In die Quarantäne, da kriegst du Viren for free in der Quarantäne, Leute. Ich glaube, dass der wirklich, mittlerweile so ein bisschen, ich glaube, das ist ein Typ, der einfach, ich kenne ihn ja nicht so gut wie du jetzt, also wie ich den ein paar Mal getroffen und kennengelernt, ist es so ein sehr dynamischer Mensch, der viel unterwegs ist, viel macht, immer irgendwie das Gefühl hat, sowas machen zu müssen. Und ich glaube, für den ist abgesperrt sein in den eigenen vier Wänden, ist für den absoluter Horror. Ja, ich glaube, das ist genau das. Also, ne, wie gesagt, ich verstehe mich mit dem gut und alles okay. Aber das ist, glaube ich, so ein Sendebewusstsein, was er hat und was jetzt halt an seine Grenzen stößt, weil er kann halt nicht raus. Er kann nicht auf Bühnen. Er kann, und die Bühne, die er jetzt hat, die nutzt er natürlich perfekt. Also, das, was da zahlentechnisch abgeht, ist Wahnsinn, ne? Das ist schon absurd. Also, der hat die gleichen Aufrufszahlen mit 1,7 Millionen Follower wie Justin Bieber mit 150 Millionen bei einem Live-Video. So, das ist schon absurd und auch irgendwie krass. Nils, und du? Wenn ich bei Insta Live bin, ich war noch nie bei Insta Live. Ich sehe manchmal, dass da Leute live sind und dann merke ich, oh, man kann auch live sein hier. Aber demnächst kommt die große Content-Offensive bei mir. Weil ich habe mir echt mal vorgenommen, ich mache mal so eine Woche, lebe ich mal wie so ein Extrovertierter. Mhm. Und guck mal, wie sich das anfühlt. So, ich mache so den ganzen Scheiß, so, den man immer so sieht bei Twitter. Ich meine jetzt nicht euch beide so, aber so Gags auf Reddit, Clown. So, kennt ihr das so? Ihr seid auf Reddit, Tag später seht ihr auf Twitter das geklaute Posting, 1,5 Millionen Likes und so ein Scheiß. Ich mache das volle Programm. Ich mache komplett Extrovertiertheitswoche und auf allen Kanälen, die mir zur Verfügung stehen. Ich würde das als Abo-Modell verkaufen, weil Abo-Modelle sind der neue Scheiß. Mach das so wie hier, wie heißt der Typ? Chris Pratt, ne? Ja. Das war eine richtig asoziale Aktion. Hey, was? Chris Pratt, der Schauspieler aus... Der hat doch so ein Fitnessprogramm, wie es... Also, Achtung, ich erkläre gleich, warum ich darauf komme. Der hat ein Fitnessprogramm, das heißt Circle, glaube ich. Und das ist so ein bisschen wie Freeletics. Und der ist ja topfit, der Dude. Ist es Chris Pratt? Oder nee, ist es der andere Dude? Wie heißt er?
Hemsworth? Hemsworth. Chris Hemsworth. Hemsworth, ärmlich. Hemsworth. Der ist, der spielt. Ja. Ja, genau, der, glaube ich. Mhm. Und der hat so ein Fitnessprogramm, wo man sich anmelden kann, monatlich, also gar nicht so günstig. Und jetzt hat er im Zuge der Corona-Krise, hat er eigentlich 6 Wochen for free trainieren. Dann habe ich mal geguckt, ach komm, ich gucke mir das mal an, wenn es 6 Wochen for free ist, ist doch ganz cool. Ja, aber nur, wenn du für 150 Euro einen Vertrag abschließt. Der Penner, ey, wie asozial. So richtig stolz, ich bin für euch da, 6 Wochen for free trainieren. Ja. Ja, und deswegen kam ich gerade aufs Abo-Modell. Und wenn du das als Extrovertiert-Wochen, also du brauchst einen coolen Slogan noch eigentlich. Wie heißt dein Programm? Die Leute wollen ja, also das ist Nils Plus. Ja, Nils Plus, aber ja, Muskeln und Sex, finde ich, ist schon auch eine Inhaltsangabe. Das stimmt. Ja. Aber Bezahlschranke. Ja, definitiv. Also, sorry, ich mache das ja nicht umsonst. Das ist mein Leben. Das hat einen Preis. Kostet 2 Euro. Dein Real Life. Ein Jahresabo. Ist doch klar. Aber ja, du kannst mich, ey, schreib mir noch mal eine PM, dann gebe ich dir einen kostenlosen Zugang. Aber ja, erst in einem Jahr. Also, wir müssen zum Ende kommen, die nachfolgenden Programme starten. Das ist doch albern. Wer kommt denn jetzt? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich hatte gehofft, dass du es nicht fragst. Also, jetzt kommt. Spaß, ich weiß auch nicht. Was ist denn mal Freitag? Ist ja eigentlich immer Florentin-Zeit, ne? Retro-Club kommt jetzt. Ah, Retro-Club. Retro-Club kommt, dann kommt heute noch Game 2 und heute gucken wir auch noch Audioflick Ocean's 11 mit Florentin und Mara. Ich habe gestern übrigens, gestern hier zu Hause beim Hanteln stemmen Kino Plus geguckt. Und ja. Ich saß dann hier so und habe so richtig, und dann habe ich gedacht, als dann die Frage kam, nenn mal gutes Kammerspiel. Und wer hat dich nicht hängen lassen? Alter, und ich habe dir so ein Brofest in die Webcam gegeben, die du natürlich nicht gesehen hast. Man on Earth. Ja, für Man on Earth. Das fand ich richtig gut, dass du den Film genommen hast. Das Geile ist, ich habe ja den Film Andy empfohlen. Ich habe gesehen, auf Letterboxd hat er ihn geguckt und 4,5 von 5 Sternen gegeben und habe richtig so, yes! Nice. Weil ich habe dem schon so oft Filme empfohlen und dann käme ja, fand ich nicht so geil. Und jetzt habe ich endlich mal was empfohlen, was irgendwie auch einigermaßen gut ankam. Und ja, das freut mich total, wenn jemand diesen Film entdeckt und gut findet. Wie heißt der? Man from Earth. Gibt's auf Amazon Prime. Ah, okay. Amazon Prime. Okay, Leute, wir müssen wirklich Schluss machen. Schluss machen, weil der Retro-Club kommt. Vielen Dank, Jan. Wenn diese Quarantäne oder diese ganze Situation noch länger anhält, kommst du dann irgendwann mal wieder, so in einem halben Jahr oder so? Ja, ich kann auch einfach jeden Tag einfach, komme ich wieder. Ich bin ja hier. Ja, also ein halbes Jahr reicht. Und dann 2-mal am Tag. Bitte. schreib mir mal eine DM und melde dich mal. Ja. Okay. Ich erinnere dich mal bei FIFA und dann testen wir das mal. Ich habe ja auch mein Streaming-Equipment eigentlich schon aufgebaut. Ich muss es nur mal testen und dann machen wir mal ein Match und dann testen wir das mal. Da kannst du mit Eintracht Frankfurt spielen. Ich bin mit dem HSV, das ist auf Augenhöhe. Ja, Etienne ist ja auch Fan von Eintracht. Also wir würden da jetzt. Ich kann nicht widersprechen, ehrlich gesagt. Das ist leicht. Ja, fuck. Ja. Ich tippe immer auf einen Sieg für Eintracht, egal gegen wen die spielen. Echt? Ja. Ja, du nicht. Nee. Aber okay, das Thema Fußball müssen wir verschieben. Da kommt ja eventuell auch noch was. Ja. Also insofern seid mal gespannt, was da noch so kommt. Hört euch den neuen Track an. Von Jan bleibt zu Hause, heißt, da gibt es auf Spotify, Apple Music und so weiter und so fort. Danke, Jan, dass du am Start warst. Danke, Nils. Jetzt gibt es den Retro-Club und wir sehen uns später nochmal beim Audioflick. Tschö. Danke, tschö. Tschö.